So, meine Lieben, heute ist der 21.08.2024 und ich habe eine wirklich amüsante, wenn auch nicht überraschende, aber doch irgendwie. Sie hat so etwas zwischen dem Verstörenden und dem Amüsanten und dem völlig Grotesken und und der erneuten Klarheit, warum unsere gegenwärtige Welt komplett lost ist. Ich bin ja auf Facebook einigen schwul-lesbischen Gruppen, einer zum Beispiel. Die hatte sich früher eigentlich damit begnügt, Witze zu machen. So, dass jede Gruppe macht ja Witze über sich intern. Es ist, glaube ich, ich will nicht sagen allgegenwärtig, aber die meisten Gruppen das machen. Und natürlich machen auch schwule Lesben und so weiter Witze über sich selber. Auf dieser einen Seite war ich, die habe ich jetzt gebannt und geblockt, aus dem einfachen Grund, weil sie gesagt haben, ja. Wie heißt sie noch? J.K. Rowlings hätte jetzt ihre Tweets gelöscht und das wäre ein Schuldeingeständnis. Das ist eine ganz böse Frau, weil J.K. Rowlings einfach der Auffassung ist, dass Männer, die sich zu Frauen transitionierten, nicht an Frauensport teilnehmen sollten. Eine Meinung, die ich A teile, weil das Ergebnis, wie man gesehen hat, nicht fair ist. Es sind nicht die gleichen Voraussetzungen. Da habe ich dann den Block-Button gezogen, weil ich gesagt habe, sorry, nee, dass Männer Frauen verprügeln, dafür bin ich nicht, egal wie sie sich empfinden, sie dürfen sich empfinden. Ich bin liberal genug, dass ich das Empfinden den Leuten freilasse, okay? Aber in dem Augenblick, wo es darum geht, dass hier Realkonkurrenz, das ist wie, weiß ich nicht, ich bin in dem Sinne für Frauenrechte, dass ich es nicht richtig finde, dass ein Mann sich eine Frauenperücke aufsetzt, sagt, ich empfinde mich als Frau. Und nimmt einer Frau einen Quotenplatz. Ich bin zwar per se gegen Quotenregelung, aber wenn sie schon da ist, muss ich sagen, sorry, das ist nicht gerecht. Du kannst dich frei finden, dafür bin ich, wie gesagt, liberal genug. Du kannst das machen. Dein Innenleben kenne ich nicht, ich muss es nicht beurteilen, aber in dem Augenblick, wo du das als Hebel benutzt, dich in etwas hineinzubringen, das dir nicht zusteht, nur weil du behauptest, du bist etwas, ist nicht in einer rationalen Gesellschaft machbar. In einer rationalen Gesellschaft muss das objektiv Messbare und Beobachtbare als Standard sein. Das ist anders als im Privaten. Wenn wir uns hier in einem Club treffen, dann können wir uns oder in einem Freundeskreis, dann können wir die Dinge ausdiskutieren, dann waren sie so oder so gelöst. Ich würde meistens zu höflichen Regelungen irgendwo versuchen, den Kompromiss zu schaffen, indem weder ich mich verleugne noch die andere Person total ihr Gesicht verliert. Das ist das eine, wo ich hatte mich ein bisschen. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, eine Seite, die mal eigentlich damit angefangen hat, wirklich nur gute Witze zu machen, sich so politisierte im Lauf der letzten Monate. Aber na gut, es ist eine von Amerikanern betriebene Seite. Was soll man erwarten, Amerikaner? Da geht's gerade her und das wird nicht besser. Eine andere Gruppe, zu 99% der Sicherheit auch von Amerikanern gegründet. Da kam ein Post. Da waren sämtliche verschiedenen Flaggen, also von Gruppen, ich glaube so 10 oder 12, von denen ich muss ehrlich sagen, zwei Drittel auch einfach nicht erkannte. Und da heißt es, wir müssen einander in allen Dingen unterstützen und wir müssen alle mit allen zusammenhalten. Ich habe dann darunter geschrieben eine Frage, die mir zunächst einmal eine simple Logik erschien. Okay, erstens, wer ist alle? Also, die meisten Flaggen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was ich hier. Wie gesagt, das war jetzt eine andere Gruppe. Da war ich drin. Da wurde ich rausgebannt. Weil ich folgende Fragen stellte. Erstens, wer sind diese Gruppen? Ihr erwartet von mir Solidarität. Okay, gut. Ich bin zur Solidarität prinzipiell im Allgemeinen bereit. Aber ich hätte doch genau gewusst, Solidarität mit wem? Weil ich klar gesagt habe, mit Pädosexuellen und Leute, die Kinder. Pubertyblocker, also wer heißt es, Pubertätsblocker wollen. Das ist für mich etwas Böses. Erwachsene, die mit kleinen Kindern Sex haben oder Leute, die die Pubertät von jungen Menschen unterbrechen, das ist für mich etwas Schlechtes, etwas Negatives. Also wenn das in der Liste ist, muss ich sagen, da bin ich nicht dabei. Und zweitens, ich hätte auch mal gerne gewusst, was für konkrete Rechte ihr hättet. Also, weil dann kam dann entsponnen sich eine Diskussion zunächst einmal mit einer, ja, und sagte, ja, ich hätte ja, weil ich meinen Werdegang, mein Leiden erzählte, dass ich zusammengeschlagen wurde und anderes Übles erlebte und mit dafür gekämpft habe, dass jetzt eine Liberalität da ist, von der ihr profitiert. Er sagte, ja, ich würde jetzt die Leiter hochziehen. Habe ich gesagt, erstens mal,
für die rechte Pädosexualität auszuleben, war ich nie. Da habe ich nie eine Leiter runtergehabt. Und auch dafür, dass Pubertät unterbrochen wird und die Leute quasi in eine Ideologie hineingeredet werden, in einem vulnerablen Alter, da war ich auch nie dafür. Das heißt, es ist keine Leiter, die ich hier unten gehabt habe. Das Zweite ist, okay, du forderst jetzt, dann hat er wieder gepostet, gesagt, ja, man muss ja für die Rechte gegen Diskriminierung und für die Rechte, die man hat. Ich sage, okay, gut, das ist jetzt Slogans, das ist schön, das ist gut, kann man auch so sagen. Aber schreib mir doch bitte mal eine Liste auf, welche Gruppen welche Rechte nicht haben und welche du möchtest konkret, dass du möchtest, dass sie haben. Weil ich kann nicht ja oder nein sagen, wenn du mir nicht konkret sagst, welche Gruppen haben welche Rechte deiner Meinung nach nicht und welche konkreten Rechte sollten sie haben. Denn sonst stehe ich in der Situation, dass man mir eine große Schachtel verkauft, von der ich keine Ahnung habe, was alles drin ist, und sagt, bitte kaufen Sie diese Schachtel. Und das würde ich nie machen. Welcher Mensch bei Verstand würde eine Schachtel kaufen, deren Inhalt er nicht kennt, von dem man hört, es ist was Schönes drin? So, das geht nicht. Also ich meine, das ist ein völlig irrationaler Dialog. Und das Verrückte ist, ich bin dann wegen dieser Nachfragen bin ich aus der Gruppe gebannt. Die ist jetzt für mich unsichtbar. Das heißt, von mir wird verlangt, dass ich als schwuler Mann einen Blankoscheck an alle Gruppen, die sich da eingefunden habe, unterschreibe, ohne zu wissen, was deren Forderungen sind, ohne zu wissen, wer diese Leute sind, welche Gruppen da alle drin sind und meinen Blankoscheck bekommen, oder ich bin der Böse, den man bannen muss. Das ist die abstruse Situation der Gegenwart. Und das betrifft zu einem überwiegenden Maße immer mehr schwule Männer, die natürlich sagen, okay, viele Gruppen kennen wir nicht, wenn wir zum Beispiel eine Queer-Gruppe haben. Und es gibt jetzt nicht, es gibt ja Queer als Oberbegriff, ich sagte das schon mal. Und wir haben aber auch eine Queer-Gruppe, nämlich in der Schwulenberatung. Da gibt es Leute, die sind in einer Queer-Gruppe, die nennen sich Queer und die sagen, wir sind nicht schwul, wir sind nicht lesbisch, wir sind alles andere nicht, wir sind Queer. Und die kannst du nicht fragen, was sie sind. Und ich kann nicht sagen, ich bin für sie, ich bin auch nicht gegen sie, aber ich kann auch nicht sagen, ich bin für sie, weil sie nicht sagen, was sie sind. Oder das ist das so wie non-binär. Ich kann nicht Non-Binäre unterstützen, weil ich nicht verstehe, was das ist. Und das ist jetzt nicht boshaft gemeint, sondern jedes Mal, wenn ich Leute frage, dann habe ich eine Antwort bekommen, die nur Geschrei ist und nur ich sei böse, weil ich das fragen würde. Also ich meine, wenn mich im Jahr 1900, wann war mein Coming Out, mein öffentliches, 1988 mit 17, auch in der Schule, wenn mich jemand gefragt hätte, was ist denn Schwulsein überhaupt? Ich hätte mich nicht davor zurückgescheut, jede Frage zu beantworten. Warum auch? Denn ich wollte ja Aufklärung. Ich wollte Anerkennung, also erklärte ich, was das ist. Warum auch nicht? Wenn aber Leute an mich herantreten und sagen, wir sind das und das, und ich sage, der Begriff sagt mir nichts, erklär mir doch mal, was das ist. Und dann sage, okay, selbst wenn Sie mir jetzt erklären, was das ist, zum Beispiel Transsexuelle, Sie wollen, dass Sie als Mann geboren sind, aber als Frau anerkannt zu werden, muss ich sagen, okay, unter welchen Bedingungen? Unter operativen Verbindungen oder weil du dich so fühlst? Denn das ist ja beides da. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann mir vorstellen, respektvoll genug zu sein und liberal genug und progressiv genug zu sagen, dass ich im Privaten sagen würde, ja gut, wenn du dich jetzt so definierst, ich störe dich nicht dabei. Nur wenn wir Rechte fordern, also Gesetze, dann sieht die Sache ja anders aus, denn Gesetze bedeuten einen Zwang. Staat ist immer ein Gewalt, ist immer Gewalt. Darauf ist Staat begründet. Ich berufe mich hier auf Max Weber und seine Rede Politik als Beruf von 1919, in dem er eine wunderbare Staatsdefinition: Staat ist Gewalt. Wir geben die Gewalt ab an ein System, das nennt sich Staat, weil wir glauben oder glaubten, oder manche glauben es nicht, jedenfalls ist die Idee dahinter. Anstatt dass wir uns gegenseitig bekämpfen, ähnlich wie im Leviathan, geben wir die Gewalt ab. Staat ist organisierte Gewalt mit dem optimistischen Gedanken, dass sie restliche Gewalt verhindern wird. Das ist der Gedanke von Staat. Wenn ich also einer solchen Organisation, einen Staat, ein Recht gebe, in einen privaten Dialog einzugreifen, zum Beispiel wie ich jemanden anzusprechen habe, mit welchen Pronomen,
dann empfinde ich dir das als einen Übergriff von einer Ideologie, die ich nicht teile. Und das hätte ich gerne gewusst. Und wenn ich frage, okay, welche Gruppen seid ihr, die ihr alle meine Unterstützung wollt, und ihr sagt mir nicht, wer sie sind, und wenn ihr mir nicht sagt, was diese Gruppen nicht haben, wofür ich eintreten solle, dass sie haben, und wenn ihr mir nicht sagt, was die konkreten rechtlichen Forderungen sind, und ich sage, ich unterschreibe keine Blankoschecks mit einer Blackbox, von der ich keine Ahnung habe, was da drin ist, dann bin ich der Böse. Um es mal ganz klar zu sagen, jetzt außerhalb von diesem LGBTQ, was ich euch mitgeben möchte in diesem, außer dem Bashing, das die meisten meiner Leute, zumindest in Amerika, absolut durchgeknallt sind, und ich sage, ich will mit den meisten dieser Art nicht zu tun haben, wobei ich nicht weiß, ob es viele oder wenige sind, aber sind halt die lautesten, prominentesten, was auch immer. Ich bin 53, ich habe mit dem, ich könnte genauso gut asexuell sein, so wie mein Leben, so wie meine Lebenszukunft aussieht. Insofern, es spielt für mich ohnehin keine Rolle mehr. Aber um etwas Allgemeines an Weisheit daraus zu ziehen, was für mich als Philosophen eine Pflicht ist: Tretet niemals einer Gemeinschaft bei, hängt euch niemals einer Gruppe an, welcher Art auch immer, die von euch Blankozustimmung verlangt, die euch Slogans gibt, deren genauen Inhalt sie euch nicht sagt. Sagt, du musst auf unserer Seite sein. Das ist mir völlig egal. Schwule Gruppen, linke Gruppen, rechte Gruppen, religiöse Gruppen, was immer es ist, welche immer, wenn immer ihr einer Gruppe begegnet, die von euch fordert, ohne detaillierte Aufschlüsselung, worum es geht, ohne detaillierte Aufschlüsselung, was wir fordern, dann tretet ihr einem Kult bei, einer Sekte. Nichts, wo man vernünftigerweise mit dabei sein sollte. Haltet euch das als Lehre, denn ich weiß, die meisten meiner Zuhörer sind nicht schwul, lesbisch oder sonst irgendwas, aber es ist etwas Universelles. Seid nie bei etwas dabei, wo man von euch blinden Gehorsam fordert, den ihr nicht hinterfragen dürft. Wo ihr nicht nachfragen sind, okay, was sind die konkreten einzelnen Schritte, die ihr wollt? Ob wir zum Beispiel, nehmen wir Linke oder Rechte, wenn wir sagen, so, wir wollen jetzt eine Art Sozialismus, dann stehe ich da und sage, was konkret heißt das? Welche genauen Prozentzahlen werden wem von Steuern genommen? Wer darf was haben oder nicht haben? Und so weiter und so weiter. Was eben alles in einer sozialistischen Vorstellung drin ist. Oder beim Rechten, wer konkret hat das Sagen? Wie viel Sagen hat der? Nach welchem Kriterium werden die ausgewählt, die das Sagen haben? Wie viel Vollmacht wird diesen Leuten, die mehr sagen wollen, gegenüber denen, die weniger sagen wollen, eingeräumt? Versteht ihr? Ich will das genau wissen. Deswegen ist es mit Parteien, ist es mittlerweile genauso. Ich kann nicht eine Partei blind unterstützen, die das nicht detailliert sagt. Gut, und da kann man sagen, noch ist das bei politischen Wahlen noch schlimmer, denn sie können in der Liste vieles aufführen, das sie dann nicht machen. Aber okay, das ist so ein bisschen das Lebensrisiko. Das kann man nicht ganz vermeiden. Dass Leute ihre eigenen Punkte wieder aufgeben und hintertreiben, das passiert. Darauf muss man sich leider einstellen. Sonst wird man für ewig Eremit bleiben, was man vielleicht möchte. Aber das ist so. Aber wenn ihr wohin kommt und man euch sagt, hier, wir sind jetzt die schwul-lesbisch-LGBT-Retter oder die Rechten oder die Linken oder die Libertären oder was, ist es völlig egal. Die Christen, die Heiden. Und sie können euch nicht klar sagen, was ihr unterstützt, was die Forderungen sind. Dann geht, dann seid ihr in einem Kult und dann wird euch ein Blankoscheck abverlangt und das solltet ihr nie, nie einem Individuum oder irgendeiner Gruppe geben. Das war alles. Kleine Anekdote, wichtige Lehre, wie ich glaube. Bleibt mir gewogen.